es von ihnen wissen. Ein Kernreaktor, wo sie sich dann alle vor 3-4 Jahren irgendwie aufgeregt haben. Wie nennt man die Zahl? Und dann steht da ein schwarzes Loch und das wird die Erde fressen. A, Frage. B, schwarzes Loch verziehen noch mehr als 10 Sekunden. Wäre das, ganz wäre das für dich ein interessanter Arbeitsplatz? Ja. CERN? Ist ja eigentlich gar nicht mal so weit weg von dir, oder? Schweiz oder so? Naja. Glückwunsch, 100 Mark. Wir waren mit der Uni mal da. Mhm. Haben mit der Experimentalphysik-Kurs Ausbildung gemacht. Zwei Tage, glaube ich. Eine fährt man schon ein paar mit Stunden. 1,5 Liter Inhalt nennt man. Nicht. Aber es ist also, ich meine, als Physiker, die haben ja sowohl experimental als theoretische Physiker. C. Rosen. D. MacGyver. Du bist ein Theoretiker, ne? Ja. Ich würde eher sagen, ich bin kein Experimentalphysiker. Und Theoretiker, die sind halt eher die, die mit den mathematischen Formeln umgehen, und die Experimentalphysiker, die setzen die dann um, oder wie? Kann man sich das vorstellen? Ja, das kann man so sagen. Diese Frage hatte ich auch schon übrigens, ich weiß aber die Antwort nicht mehr, leider. Magnum. Ja? Ja. Ihre Antwort ist also B. Tom Selleck, die geile. Ja, was für eine Sektflasche. Bingo, das sind 200 Mark für Sie. Bingo. Schön Fragen hier. Noch 13 Fragen bis zur Million. 300 Mark, wenn Sie diese Frage richtig beantworten. Was versteht man unter dem Pillenknick? Pillenknick. A. Ärztemangel. B. Geburtenrückgang. C. Babypause. D. Eckapotheke. Puh. Hatte ich auch schon. Ich habe es richtig erklärt. Das ist bei der Einführung der Pille der Geburtenrückgang. Dann wurde die Pille eingeführt. Ach, Sie stehen immer? Momentan bei 300 Mark. Sieht doch ganz gut aus. Na, werfen wir einen Blick auf die 500 Mark Frage. Oh, das ist eine schöne Frage. Wann wurde dir die Pille denn eingeführt? Ein kurzes Informationsschreiben nennt man auch. Das ist privat. Okay. A. Logo. B. Memo. C. NATO. D. Toto. So, bevor ich jetzt B einlogge, erstmal diese Frage. Für 125.000 wieder. Da kann man vielleicht etymologisch rangehen. Etymologisch, ja. Was versteht man unter Onychophagie? Voyeurismus, Fußfetischismus, Nägelkauen oder Rot-Grün-Blindheit? Onychophagie. Voyeurismus, Fußfetischismus, Nägelkauen, Rot-Grün. Völlig richtig. Das sind 500 Mark für Sie. Würde 10. Warum? Geraten oder irgendwie? Nur noch eine Frage und 1000 Mark sind Ihnen sicher. Und hier ist sie. Boah. Ja, also richtig erklären kann ich es nicht. Welches Land gehört neben Argentinien und Chile zu den sogenannten ABC-Staaten? Vielleicht habe ich es schon mal gehört. Ich hätte es nicht gewusst. Also ich habe es nachgeschaut. B. Bulgarien. C. Ich musste erst an die Phagen denken. Brasilien. Das ist ja so, gibt es ja so T-Phagen und sowas alles bei Viren. Wenn die Antwort richtig ist, haben Sie 1000 Hatte Bio im Abi. Aber ist sie es wirklich? Natürlich. Was waren eigentlich deine Abi-Fächer? Mathe, Deutsch war Pflicht. Physik, Geschichte, Französisch. 5? Hey, egal was passiert, Sie nehmen heute mindestens 1000 Mark mit nach Hause. Das heißt, 2 LKs und 3 schriftlich, 2 mündlich. Gut, hier ist die 2000 Mark Frage. G8. LKs in Grundkurse gab es nicht mehr. Ach so. Hä? Ich weiß schon, im G9 gab es glaube ich nur 4. Und so nach Leistungsgrundkurs irgendwie. Armes Marple. War ich leider kein Teil mehr von. Alice im Wunderland. Du hast mein Beileid. Madame Bovary. G. Scarlett O'Hara. Und mir geht's eigentlich ganz gut. Vivien Leigh. Miss Marple, ne? Hätte ich auch gesagt. Ach, und das ist Ihr letztes Wort? Ohne jegliche Wissensgrundlage, aber... Ich meine, die wäre das... Ach, und Sie waren sich so sicher... Oh, das gibt's auch überhaupt nicht, Mann! Das? Die Antwort ist falsch. Was denn los? Wer ist Scarlett O'Hara? Das Leben geht weiter. 1000 Mark gehören Ihnen. Eine Rolle. Sie haben sich sehr wacker geschlagen. Versuchen Sie es doch in der nächsten Ausgabe von Wer wird Millionär? Einfach noch einmal. Können wir jetzt bitte mal gewinnen? Das geht mir echt gegen den Strich. Sprichwörter. Phrasenschwein. Scarlett O'Hara. Bitte 5 Mark ins Phrasenschwein.
Welches Schwein hätten sie denn gern? Aus Vom Winde verweht, Scarlett O'Hara, weiß man noch. Es hat so schön angefangen. Die ganze Aufnahme war so toll. Die wird auch weiterhin toll bleiben. Aber dann... Sie haben drei Joker, den 50-50 ich sollte vielleicht einfach weiter gute Fragen vorlegen. So sind Sie bereit? Wobei ich sagen muss, okay, dieses, wie aus diesem Buch... Hier ist die 100 also, ich habe mal die Amazon-Rezensionen durchgeschaut, einfach aus Spaß. Der Grundton ist, war, dass die Fragen aus diesem Buch zu schwer sind. Händchen, okay. Und das kommt mir Fäustchen, auch so vor. C, Höschen, also sind teilweise echt... Ärmchen. Uiuiui. Natürlich 100 Mark. Es geht weiter mit der 200 Mark Frage. Für 2000 Euro. Das ist ja auch die größte Witzfrage. Wie viele richtige Lösungen braucht man im Studio bei Wer wird Millionär zum Millionengewinn? A. Otto von Bismarck, 10, 12, 15 B. oder 16. Otto Walkes, C. Otto Rehhagel, D. Christine Otto. So unsicher. Ottifan? Otto. Irgendein Otto also, war das? Ist das Christine B. Otto? Sind Sie wirklich sicher? Keine Ahnung. Bestimmt irgendeine Schauspielerin, was weiß ich. Und schon 200 Mark auf der Habenseite. Ach, Habenseite. Die im Bodenwald. Die richtige Antwort ist übrigens 16, wer es nicht wusste. Ja. Weil die doch Ausfallfrage mitgezählt ist. Million. 300 Mark, wenn Sie diese wer es gesagt hat, 15 ist doch einfach. Voll auf die Fresse geflogen. So wie ich zum Beispiel. Was ist ein Schuss beim Fußball? A. Zitronenpass. Ah, ja, B. Bananenflanke. C. Apfelsinenfreistoß. D. Bananenflanke. Danke. Na, du hast auch eine so Ahnung, du. 300 Mark für Sie. Diesen sarkastischen Unterton, ne? Noch zwei Fragen. Das den kannst du mal in den Rand schieben. Möchte ich für 500 Mark dafür, Antwort, dass du dich mit Fußball überhaupt nicht so auskennst? Ja, es überhaupt nicht als Fußballspieler berühmt. Als ob jetzt wieder der Fußball. B. Norbert Schramm, C. Franz Beckenbauer, D. Wolfgang Overath. Ich weiß nicht, wer Norbert Schramm ist, aber er ist auf jeden Fall kein Fußballer. Da haben Sie recht. Und 500 also, kennst du die gläserne Manufaktur in Dresden zufällig? Gläserne Manufaktur in Dresden? Was machen die denn? So, tief einatmen. Sie nee, von einem Autokonzern. Schauen wir, wurde 2001 eröffnet. Kommt es entweder von VW, BMW, Opel oder Porsche. Aha. Für 2000 Euro. Welche Ruinenstadt kann man in Peru besichtigen? A. Machu Picchu. B. Weiß ich nicht. Oh, die Frage habe ich ja noch nie gesehen. Auch gar nicht heute zum Beispiel. Titicaca. Es ist VW tatsächlich. Hm, die hatten wir noch gar nicht in dieser Aufnahme. Wenn die ist tatsächlich VW, ich hätte es nicht haben gewusst. Sie 1000 Mark. Ah, aber ist sie es wirklich? Hast du einen Führerschein? Natürlich. Nee. Hast du vor, einen zu machen? Nicht in nächster Zeit, nein. Ist eine Mischung so, aus Geld toll. Und ich habe keine Lust. Sie sind jetzt Fall um 1000 Mark schon reicher. Relativ kostenlos. Mit der nächsten Frage können Sie Ihren Gewinn mit 50 verdoppeln. Euro kommst du nicht. Sind Sie bereit für die 2000 Mark? Habe ich so gehört. Da hatte ich mir damals halt von meinem Aushilfsjob welche das alles schön angespart. Dann habe ich einen Führerschein bezahlt und A, ein kleines Auto gekauft und dann war es ganz viel wieder weg. C, VSOP, D, GDB. Also SPQR müsste doch dieser diese Aufschrift im Römischen Reich Sparta gesehen werden. Ne? Das hat irgendwas mit Rom zu tun. Boah, ja. Ich kann die anderen halt überhaupt nicht zuordnen. So GDB vielleicht Gesellschaft Deutscher Bierhersteller oder so. Verein soziopathischer Ornithologen Portugals. Du hast es versucht. Ich würde SPQR nehmen. Ja. Also ist dir das schon mal passiert? Wo SP könnte für Sprudel stehen. Sie könnten Ihre Meinung ja, bitte. Ist dir das schon mal passiert, dass du das nicht in einer Frage übersehen hast oder so? Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eben 2000. Oder liest du das eigentlich doch schon mal? Also aufmerksam. Ich kann mich nicht erinnern, es schon mal überlesen zu haben.
Und wenn, dann habe ich es erfolgreich verdrängt, sage ich mal. Na, wer sagt's denn? Läuft doch großartig. Sie stehen wie momentan bei 2000 Mark. Mit dieser Frage können Sie Ihren Gewinn verdoppeln. Niemand welche sagt, Stadt dass man mit irgendwas nicht, nicht zurande kommt. Das A, sagt Heidelberg, man nicht. B. Basel. C. Bonn. Welche Stadt liegt nichts D, am Mannheim? Das habe ich mitgelesen, danke, ja. Hast du gerade Danke, Jan, gesagt? Ich habe einfach nur Danke gesagt. Achso. Also ich weiß es nicht. Ich hätte keinem dieser vier Städte den Rhein zugeordnet. So ehrlich bin ich. Du hast ja gesagt, Flüsse ist ganz genau dein Gebiet. Welche nicht am Rhein liegt. Also Bonn liegt, glaube ich, am Rhein. Ne, wir können ja ausschließen, was am Rhein liegt. So Ausschlussprinzip. Ich kann nichts ausschließen. Sie haben ich glaube, Mannheim Joker, den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und glaubst du das genug, um es zu nehmen? Mannheim oder Basel, würde ich sagen, liegt nicht am Rhein. 50-50? Basel am Rhein. Mannheim am Rhein. Mach mal 50-50. So, Sie setzen also den 50-50-Joker. Gut, löschen wir also zwei falsche Antworten. Aber welche der beiden übrigen Antworten ist richtig? Heidelberg oder Basel? Antwort A oder B? Heidelberg. Liegt Basel am Rhein? Wenn ich sage Heidelberg, ja. Na dann. Wieso nicht Antwort ich weiß B? Es nicht. Ja, ich doch auch ich nicht. Ich weiß nur, dass... Ich weiß, dass hier viele interessante Fragen sind. Ja, ich weiß, dass der Rhein in der Schweiz da seine Quelle hat. Und deswegen kann ja, er Basel. Ja, ist doch super. Und übrigens, das ist interessant. Frage Nummer 8 ist: So na, Flüsse, die außerhalb lassen Sie sich Zeit. Von Sie deutschen nicht Gebieten antworten. Und sowas liegen, sehen wir uns erstmal die Frage feminin an. Dekliniert. Also zum Beispiel andersrum, beziehungsweise maskulin dekliniert, der Rhein, der Mississippi und so. Aber sowas wie die Elbe, was halt in Deutschland seine Mündung hat und seine Quelle, die sind feminin. Habt ihr wieder was gelernt, liebe Kinder? Die Stadt Samarkand sagt mir tatsächlich nichts, leider. Samarkand. Samarkand. Ich überlasse es dir. Ich lese noch ein bisschen gut. Samarkand. Ah ne, ich weiß, womit ich das gerade verwechsel. Hier Back to Sahne kennt von Final Fantasy X. Das Lied. Super Lied übrigens. Okay. Denken Sie in aller Ruhe nach. Hey. Sie können immer noch einen Freund anrufen oder das Publikum befragen. Tja. Als wenn ich eine Stadt kenne, die in Usbekistan liegt. Das Ding ist, also es klingt aber auch nicht mexikanisch. Nee. Mali könnte es vielleicht sein. Neuseeland wäre eher so. Wäre englischer Sprachraum? Sie können immer noch jemanden anrufen. Obwohl, wenn das so eine Stadt ist, die eher noch so an den Namen der Ureinwohner angelegt ist, wie die genannt haben, kann ja auch sein. Hm. Wie heißen denn die Ureinwohner Neuseelands? Waren es die Maui? Hm, ich glaube schon. Maori. Mali. Tja. Gibt es in Mali überhaupt Städte? D. Groß? Gibt es Mali überhaupt? Nicht da Bielefeld vielleicht? Oder das Publikum befragen. Boah, eigentlich müsste ich wissen, da fahre ich öfter durch mit dem Zug. Vielleicht bin ich immer in Mali. Ich weiß es nicht. Sag mal, also das Ding, Samarkand klingt wie so, weiß nicht, so arabisch, afrikanisch. Ja, oder? Dachte ich halt auch. Mexiko passt irgendwie nicht. Samarkand. Vielleicht ist es nur Usbekistan. Ach, wer weiß. Wollen wir irgendwie ihn fragen? Nee. Oder willst du es wagen? Dieser Telefonjoker ist mir in den letzten Runden so unsympathisch geworden. Damit sind wir ziemlich auf die Schnauze gefallen, ja. Ja, wir riskieren es einfach mal. Tja, wer sagt's denn? Bis zur 4000-Mark-Frage lief alles glatt. Und jetzt haben sie, jetzt haben sie 8000 Mark. Ja, geil. Samen. Und hier schon mal eine Frage für dich als gebürtigen Kölner. Was? Da weißt du aber mehr als ich. Sie stehen momentan bei 8000 Mark. Was bedeutet der Name der Kölner Mundartgruppe Blackfüß? Na, machen wir weiter. Nackte Füße, schwarze Füße, Bleifüße, Plattfüße. Ich möchte Folgendes von Ihnen wissen.
Wahrscheinlich nicht. Wie heißt die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate? Mein Black könnte man im ersten Sinne ja denken. A. Sharjah. B. Abu Dhabi. Ich denke mal, dass das ja sowas wie nackte Füße D. heißt. Ayman. 4000 Euro, Frage 9. Mal gucken. 9a. Nackte Füße, ja. 4000 Euro. Die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man tendiert dazu, Dubai zu sagen, aber ich glaube, es ist Abu Dhabi. Gab es Dubai 2001 eigentlich schon? Was? Das war ich stelle hier nur Fragen. Ein Schweißperlchen auf ihrer Stirn? Das ist doch Sie bestimmt wieder sowas Typisches, wo irgendwie eine ganz andere Stadt halt voll berühmt und bekannt ist. Die kennt jeder, aber es ist halt nicht die Hauptstadt. Bleiben Ihnen nur 1000 Mark. Sie meinen Abu Dhabi? Also, es ist Antwort B. Sind Sie vielleicht ist es auch Ayman Abdallah, ich weiß nicht. Detlef die Soos. Er freut sich sehr, dass er heute auf seinen Saal gegangen ist. Hätten Sie jetzt keine 16.000. Glückwunsch. Yes. Locker. Nice. Ja, ich sehe deine Reaktion immer ein bisschen früher, wenn du mit deinen Armen da so hochhängst. Puh, du spoilerst ganz tief mal. Durchatmen. Sie haben momentan 16.000 Mark. Ja, das tut mir auch sehr leid. Eine richtige Antwort und Sie haben 32.000 Mark. Bin ja mal sicher, gespannt, der Rick hat mich ja auch eingeladen, voilà, wenn wir das demnächst mal schaffen, was da so für Fragen kommen. Ja, vielleicht schon. Kommen da ja auch ein paar, die hier drin waren. Welches Ölweidengewächs gedeiht gut auf Meeresboden? Nee, na, könnte ja sein. A, die Frage mit dem Steam, den kannst du total vergessen. B, Sanddorn. Du hast es ja selber gesehen. Schledorn. Hast teilweise, vor allem das Videospielzeug. Kriege ich jetzt noch Kretze. Ölweidengewächs, ja klar. Das ist doch für dich was als Norddeutsch. Sanddorn, ne? Ich kenne Schledorn. Denken Sie in aller Ruhe nach. Sie können immer noch einen Freund anrufen oder das Publikum befragen. Schledorn. Gibt's auch, glaube ich. Oder das Schledorn, dieses Zeug, was so in diesen Sohlegrotten vorkommt, dieses. In so Thermalbären, dieses so ein schwarzes Dorngewächs in der Mitte, wo weiße Sandkrusten sind. Sie können immer noch jemanden anrufen ist das oder das Publikum wechsel ich befragen. Gute Frage, nächste Frage. Das Ding ist, Publikum gibt uns sicher die Antwort. Im Telefon stehe ich am Kriegsfuß. Wollen wir es sicher machen? Oder wollen wir riskieren, dass der Telefonjoker mal was weiß, ausnahmsweise? Ja, ich würde denen schon noch eine letzte Chance geben, vielleicht. Die können sie ja auch noch beweisen. Jeder hat eine sie zweite Chance, also oder eine dritte, oder eine vierte, oder eine fünfte bei denen. Gut, rufen wir an und hören wir uns mal die Expertenmeinung an. Ja. Hoffentlich führt sie nicht auf einen falschen Weg. Hoffentlich führt er sie nicht bewusst auf einen falschen Weg. Wird mir hier gesagt. Viel Vertrauen von Tom Hallo? Hanks, dass er aufkommt. Namens Andreas. Willkommen bei Wer wird Millionär? Ja, genau, hallo. Andreas, jawohl. Für Ihren Freund geht es hier um 32.000 Mark. Leider klingt nicht sehr norddeutsch. Ist er momentan ziemlich ratlos. Andreas. Ich hoffe, Sie können ihm weiterhelfen. Ja, schieß los. Also, wie er spricht, meine ich. Okay, so. Andreas, nur die Ruhe. Hier ist kommt die Frage. Von bitte entscheiden Sie sich für eine der vier Antworten. Klingt auch Welches nicht so. Welches Ölweidengewächs gedeiht gut auf Meeresdünen? Glücklicherweise. A. Kreuzdorn, B. Sanddorn, C. Schledorn, D. Weißdorn. Ich wusste zwar nicht, dass der Weißdorn ein Ölweidengewächs ist, aber auf alle Fälle wächst er vor allem auf Meeresdünen. Die richtige Antwort ist also ganz sicher Weißdorn. Okay, das war's. Die richtige Antwort ist also ganz sicher Weißdorn. Zitat Ende. Andreas denkt, Antwort D ist richtig. Mhm. Tja, aber er könnte sich natürlich. Das Gefährliche in dieser Aussage ist immer, du kannst nur verlieren. Wenn es richtig ist, hat es jeder erwartet. Und wenn es falsch ist, bist du einfach der Trottel, der gesagt hat, es ist ganz sicher richtig. D? Soll ich die Antwort annehmen? Aber ich vertraue ihm. Außer, wir nehmen es mal. Weißdorn, komm. Gib's mir, Baby.
Ja, so sind die Regeln. Eine es gibt auch noch Medorn. Und schon verliert man hier 15.000 Mal. Der hat damals die Dings geleitet. Kopf hoch. Freuen Sie sich über Ihre 1.000 Mark. Das ist doch ein nettes Taschengeld, oder? Andreas, du Trottel! Dass Sie beim nächsten Mal mehr Glück haben werden. Du dummes Stück Dreck. Wie kann man da so dämlich sein? Und wer hat zuerst Sandhorn Ganz. Gesagt? Ja, hätte halt gesagt, ich soll's nehmen, Mann. Nee, wollte ich auch nicht. Kann man eigentlich dieses Spiel Speedrun? Soll man Speedrun davon machen? Es gibt einen Speedrun von der WWM Party Edition auf Englisch. Das war so aus Spaß bei ESA 2015, glaube ich. Und das Speedrun, das Video dazu ist halt jemand, der es im Hintergrund filmt. Sie haben drei Joker, den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und den Publikums-Joker. Sind Sie bereit? Okay, dann kann's losgehen. So. Hier ist die 100-Mark-Frage. Wie viele Folgen gibt es denn, die wir jetzt haben? Was gehört nicht zu den 12 Tierkreiszeichen? A. Skorpion. Weißdorn. Oh, jetzt pass auf. C. Löwe. D. Feuersalamander. Weißdorn, Rosengewächse. Ich habe persönlich auf Sanddünen relativ selten Rosengewächse gesehen. Okay, die ersten 100 Mark gehören... Andreas, ich nehme jetzt dieses Recht jetzt raus, dich als absoluten Trottel zu bezeichnen. Davon? Die 200-Mark-Frage. Nicht, weil du es nicht wusstest, sondern weil du ganz sicher dachtest, du weißt es. Wie wurden unverheiratete Frauen vor 1955 offiziell angesprochen? A. Mauerblümchen. B. Fräulein. C. Maid. Ich habe mich wieder abgefeiert. Das glaube ich nicht. Nee, habe ich auch nicht. Pflicht. Jungfer. Müsste. Liege ich falsch? Ist es Jungfer? Ist es D? Sag ja, dann logge ich es ein. Glaube ich schon. Ja. Obwohl, was hörte ich D? Soll ich vor 1955? Du kannst nicht sagen ja und dann logge ich es ein und dann sagst du, Anni, warte schon. Mal. Die Antwort ist falsch. Ich meine, sagt man heute auch noch ja, Fräulein? Dann ist es halt Fräulein. Tja, aus und vorbei. Ich war gerade überlegen. Aus Millionen wird leider nichts. Das war heute wirklich nicht ihr Man Tat. Hat doch auch aber unverheiratete haben Sie Frauen beim Mal mehr Glück. Auch noch nach 1955 als Fräulein angesprochen. Die Frage ist blöd. Kann ich die Sanddorn Ölweidengewächse. Mhm. So sieht es also aus. Genau, halt mal in die Kamera. Ja. Damit ich das hinterher sehen kann. Du kannst es doch jetzt schon sehen. Nee, da ist Elgato davor. Ah. Dann habe ich noch ein Replay, ein Rewatch-Value. 15 richtige Antworten und schon Was sind hat Sie er da in die Kamera mit seinem Handy gezeigt? Für 100 Mark möchte ich Folgendes von Ihnen wissen. Sanddorn, auch Weidendorn, Dünendorn. Auch Weißdorn genannt. Was haben die Götter vor den Erfolg gesetzt? A. Arbeit. B. Sprichwort. Schweiß. C. Pause. D. Vorsicht. Die Frage hatte ich schon mal und ich bin schon mal auf die Schnauze geflogen. Ich weiß immer noch nicht, was richtig ist. Arbeit oder Schweiß? So, jetzt Sprichwortfrage. Na, immer groß rumtönen, jetzt kannst du auch mal einen abliefern. Wer sagt denn, dass das ein Sprichwort ist? Kann doch auch einfach eine Tatsache sein. Was sollen sie sonst sein? Sie haben noch alle drei Joker. Nee. Den 50-50-Joker, den Telefon-Joker. So kannst du hier nicht rausreden, mein Freund. Das Publikum befragen. Arbeit oder... Vielleicht haben sie auch Vorsicht vor den Erfolg gesetzt. Ich weiß nicht. Leider ist die erste Frage zugleich ihre letzte. Vielleicht ist das ja irgendwie griechische Mythologie. Was für eine Scheißfrage. Tja, 100 Pro hatte ich schon mal. 100 Pro. Millionen wieder. Leider nichts. Das war heute wirklich nicht ihr Tag. Aber ich sehe dich schon, wie du so grimmige Zuschauerbriefe schreibst. Das ist eine Scheißfrage, war das heute in der Sendung. Was glauben Sie eigentlich? Ja, aber es ist doch so. Weißdorn. Wie beschissen sind sie eigentlich? So, mal schauen. Zitate.
Oh, Entschuldigung, es ist kein Sprichwort, es ist ein Zitat von Hesiod aus dem Jahr 700 vor Christus. 15 Fragen vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. Oh, das tut mir aber leid. Ist übrigens 200 D-Mark wert. Nee, 100. Es war 100 D-Mark wert. Entschuldigung. Kannst mal sehen. Dann kann's losgehen. 100. Hier ist die 100-Mark-Frage.